Fehler im Rentenbescheid aufspüren. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater. Ein Fall aus der Praxis. Eine Frau, Rentnerin, hat ihren Rentenbescheid prüfen lassen durch einen externen Berater und herauskam, dass sie sage und schreibe 51.000 Euro miese gemacht hat. Diese 51.000 Euro bekommt sie natürlich jetzt nachgezahlt und auch noch 340 Euro monatliche Rentenerhöhung für die Zukunft. Die deutsche Rentenversicherung hat schlichtweg vergessen, ihr die große Witwenrente zu gewähren, nachdem die kleine Witwenrente ausgelaufen ist. Der Rentenbescheid informiert darüber, wie viel Geld ein Rentner oder eine Rentnerin monatlich so bekommt. Typische Fehler im Rentenbescheid sind fehlende Zeiten im Versicherungsverlauf, zum Beispiel durch einen Auslandsaufenthalt, oder fehlende Kindererziehungszeiten oder Pflegezeiten. Berufsausbildungszeiten oder Schulzeiten sind nicht vermerkt oder nicht korrekt erfasst. Ein Klassiker sind die sogenannten Lücken im Versicherungsverlauf, das heißt, es fehlen Beitragszeiten oder die Zahlendreher bei den sogenannten Beitragssummen. Ja, also statt 30.000 Euro eingezahlten Beitrag oder Geld dann 3.000 Euro. Auf rentenbescheid24.de haben wir eine Checkliste hinterlegt. Diese können Sie nutzen, indem Sie Ihren Rentenbescheid selbst prüfen oder gut vorbereitet zum ersten Beratungsgespräch zu einem unabhängigen Rentenberater oder zur Deutschen Rentenversicherung gehen. Hier ein paar kleine Details aus unserer Checkliste. Wurde im Rentenbescheid das richtige Datum für den beantragten Rentenbeginn angegeben? Das ist wiederum wichtig für eventuelle Rentennachzahlungen. Wurde die richtige Rentenart im Rentenbescheid erfasst? Ist auch wiederum wichtig für die Höhe der Rente und dass auch eventuelle Abschläge richtig berechnet worden sind. Und zum Schluss wurden die gesetzlichen Abzüge für die Kranken- und Pflegeversicherung richtig berechnet und von der Bruttorente abgezogen. Und viele kleine Details in unserer neuen Checkliste. Mit unserer Checkliste können Fehler in Rentenbescheiden aufgespürt werden und somit Rentenverluste vermieden werden. Sie haben Fragen zu diesem Thema? Dann informieren Sie sich auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche mit unserer neuen Checkliste zur Prüfung Ihres Rentenbescheids. Erfahren Sie, wie Sie Fehler im Rentenbescheid aufspüren. Tipps und Hinweise vom Rentenberater und Rechtsanwalt. Prüfen Sie Ihren Rentenbescheid auf typische Fehler. Solche sind zum Beispiel ein fehlerhafter Rentenbeginn für Ihre Altersrente. Das hat dann Auswirkungen zum Beispiel auch auf die Rentennachzahlung oder eine falsche Rentenart. Sie wollen eigentlich eine abschlagsfreie Altersrente ab 63 haben und bekommen eine Rente mit 63 mit vielen Abschlägen oder die Abschläge in der Rente sind nicht korrekt berechnet worden. Klassischer Fehler ist zum Beispiel auch die gesetzlichen Abzüge in der Rente, das heißt, diese sind falsch berechnet worden. Wenn Sie einen Fehler gefunden haben, nichts überstürzen, einen Beratungstermin beim Rentenberater vereinbaren und Handlungsalternativen durchsprechen, damit Rentenverluste vermieden werden können. Danach gegebenenfalls nach Absprache auch Widerspruch gegen den Rentenbescheid einlegen und die Entscheidung der Rentenversicherung abwarten. Den Link zur Checkliste finden Sie unten im Text.